Herzlichen guten Hallo und willkommen im Wrestling Talk Radio. Endlich mal wieder One-on-One-Zeit, also ein Interview. Und heute zu Gast ist André Trucker. Hallo André. Hi Matze. Der Autobahnmann. Ja. Gleich in der Introduction hau ich das raus. Ja, sehr gut. Klassiker. Ja. Mein Lieblings-Kosename, wie sagt man denn? Kosename, Spitzname, wie sagt man denn? Moniker sagt man, glaube ich, im Englischen. Autobahnmann ist mein Lieblings bei dir. Ja, finde ich auch cool. Vor allem, weil ich auch extrem überrascht war, als ich das erste Mal gehört habe. Also vor allem. Entstehung ist in Kiel. Sag mal was dazu, zu dem Autobahnmann. Ich habe das ja selber im letzten Jahr, Ende letzten Jahres ja noch miterlebt live. Ja, du, keine Ahnung. Ich bin letztes Jahr das erste Mal nach langer, langer Zeit mal wieder bei Yavara aufgetreten. Da das erste Mal als Trucker. Also so gesehen kann man sagen, die Leute kannten mich da noch nicht. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich bin rein in die Halle und es hat ungefähr 30 Sekunden gedauert und da haben alle wie wild Autobahnmann gechantet. Ich habe keine Ahnung warum, aber es hat irgendwie, hat irgendwie eingeschlagen wie eine Bombe. Keine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen verkehrte Welt, Yavara, ne? Ja, ey, völlig. Aber ich liebe das echt. Also das ist so eine verrückte Crowd, die sind so laut, die sind so geil drauf, die machen so Party und macht einfach Spaß. Ich meine, genau darum geht's ja. Ja, genau darum geht's ja, dass du einfach von einem Haufen geilen Publikum deinen Spaß haben kannst. Ja. Genau so ist das. Und wir werden mal gucken, im Laufe des Interviews werden wir dich jetzt kennenlernen. Und André, Einstiegsfrage ist leicht und soll schon mal so ein bisschen das Eis brechen. Wie und wann entstand deine Begeisterung, deine Liebe zum Professional Wrestling? Eigentlich, ich glaube, ich habe mit 8 Jahren oder so, habe ich das erste Mal Wrestling gesehen. Also ich weiß nicht mehr, welche Veranstaltung es war. Ich weiß nur, dass ich damals Haugen gesehen habe. Und war irgendwie sofort völlig hin und weg gewesen vom Catchen. Weil ich mir dachte, wow, wie geil. Ja, und habe dann, das war ja noch zu Tele5-Zeiten, habe dann immer versucht, mich heimlich irgendwie an Fernseher zu sprechen, um Ring frei zu gucken. Und bin irgendwie einfach drauf hängen geblieben. Ja. Okay. Und wann gab es dann den Entschluss, dass du Wrestler wirst? Werden willst? Also, dass ich werden will, eigentlich schon sehr früh, nur ich wusste sehr lange Zeit überhaupt gar nicht, dass es überhaupt eine Wrestling-Szene in Deutschland gibt. Ich habe das mehr durch Zufall erst irgendwann festgestellt, als ich mittlerweile schon 18, 19 war. Zu der Zeit war ich damals in Oldenburg stationiert, bei den Fallschirmjägern. Und bin damals immer mit dem Zug am Wochenende von Berlin nach Oldenburg gefahren und hatte dann irgendwann, ich denke so mit 16, 17 ist bei mir so ein bisschen so eine kleine Flaute gewesen, so was die Wrestling-Begeisterung angeht, hatte da so ein bisschen runtergefahren und hatte allerdings dann an dem Wochenende mir in so einem Bahnhofsshop eine Power-Wrestling geholt, hatte ja liegen sehen und dachte so, ach Mensch, nimmst du mal mit für die Fahrt und dann schaust du einfach mal so ein bisschen, was jetzt momentan in der Szene so los ist. Und habe mir dann diese Zeitschrift von A bis Z durchgelesen, inklusive der Kleinanzeigen, also die Fahrt ist ein bisschen länger. Und da hatte ich ein Inserat gefunden von einer kleinen Backyard-Promotion in der Nähe von Bremen, also auch in der Nähe von Oldenburg, wo ich stationiert war, die halt gratis Probetraining angeboten haben und auf der Suche waren halt nach neuen Mitgliedern und ich dachte mir, okay, so groß und breit warst du schon immer und würdest dir ganz gerne mal angucken, wie das so läuft. Hatte mich bei denen gemeldet und ja, bin dann hin und seitdem hänge ich da. Ja, also okay. Seitdem betreibe ich jetzt das Wrestling. Zwar halt mit einem anderen Rahmen als in dieser kleinen Backyard-Promotion damals, aber ja. Ja, aber die Liebe ist seitdem geblieben. Okay. Der Steffen fragt, ich habe ja unseren Hörern und auch deinen Likern auf Facebook die Möglichkeit gegeben, ein bisschen Fragen zu stellen und ein paar sind auch eingetrudelt. Der Steffen fragt nämlich zum Beispiel, was waren deine ersten Kontakte zum Wrestling? Und das ist ja dann wahrscheinlich das, ne? Ja, also gut, wenn man jetzt mal davon absieht, halt jetzt so von dem Wrestling gucken als Kind und auch bei Live-Shows in erster Linie halt von WWE dabei zu sein, dann das ist, wenn es darum geht, das erstmal irgendwie selber mal was zu machen.
Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du gesagt hast, du wirst Wrestler oder du willst Wrestler werden? Ganz unterschiedlich. Also viele meinten halt so, ja, komm, jetzt machen wir nicht so einen Quatsch jetzt hier, was soll der Blödsinn? Und andere waren mehr so, jo, geil, passt auf jeden Fall super zu dir. Ich meine, das Lustige ist, ich habe mit ein paar Kumpels, so mit ja, 14, 15, 16, haben wir regelmäßig schon Wrestling nachgemacht. Also Don Travis at Home, das haben wir irgendwie nicht befolgt. Uns dann in meinem großen Kellerzimmer, was ich bei meinen Eltern hatte, da gegenseitig irgendwelche Ledersessel um die Ohren geworfen. Und ja, so, und das war im Endeffekt so der Einstieg. Ja. Weil ich frage deswegen, weil ja oft im Internet oder überhaupt, dass das Wrestling wird ja verpönt. Ja, also wie kannst du nur, und dann ja sogar nur das Fansein wird ja schon kritisiert. Ja, Ja. wie kannst du nur, das ist doch alles bloß, kennt man ja alles, ne? Ja, klar. Und deswegen frage ich diese Frage ganz gerne, weil eben dann das private Umfeld, die Familie, die Freunde, die sind einem ja selber auch wichtig und entweder unterstützen sie einen oder man macht Dinge trotz derer Meinungen. Ja, also ich habe einfach, ich habe eine ganze Menge Sachen ausprobiert, so in der Jugend. Also ich habe Basketball gespielt, ich habe ein bisschen Football gespielt, ich habe ein bisschen. In der Freizeit habe ich mit Kumpels Eishockey gespielt und als ganz kleiner Junge auch Fußball. Also ich habe so alles Mögliche ausprobiert. Und ich glaube, für viele war es so ein bisschen so dieses, ja, okay, jetzt probiert er das mal aus. Das war zum Beispiel auch so eine Aussage, die mein Stiefvater damals so gesagt hat. Naja, jetzt testet er halt mal was anderes, mal gucken, wie lange das geht. Und wie gesagt, aber jetzt gerade halt meine Kumpels, mit denen ich halt diesen, ja, mit denen ich halt schon regelmäßig halt mich da rumgeprügelt habe, die fanden es natürlich extrem geil. So, mein, ja, cool, das wird ein Hammer, wenn dann hier mal hier bei irgendwelchen Veranstaltungen in Berlin hier mal catcht sind, bla. Aber ich glaube, dass es irgendwann mal so entscheidend in meinem Leben wird, wie es heute ist. Das hätte damals auch noch keiner gedacht. Ja. So, also ich selber auch nicht. Ja. Und Berlin kam ja erst Jahre später, denn da haben wir uns ja auch schon häufiger darüber unterhalten, dass ich das ja immer interessant finde, dass du aus Berlin warst, ja, aber nicht bei der GWF. Ja. Ja, weil die gab es ja zu der Zeit schon. Ja, es ist eine komische Sache. Also ich glaube, dass, also ich bin einfach aus Prinzip ein sehr loyaler Typ. Und ich habe halt nun mal nicht bei der GWF angefangen. Ich bin ja damals, wie gesagt, ich habe bei dieser Bäcker-Promotion, das ist die GCW, da habe ich angefangen. Und bin von da aus bei der DWA gelandet. Und hatte dann da angefangen, halt meine ersten professionellen Seminare zu bekommen und Trainingseinheiten. Halt unter anderem durch Johnny Tiger, durch Tony Sinclair und dann halt auch damals noch war auch die Zusammenarbeit zwischen der DWA und der WXW halt auch noch existent. Dadurch dann halt auch mal Seminare mit zum Beispiel Mike Quackenbush oder dann war halt mal Viktor Krüger halt für ein Seminar bei der DWA. Und habe dann irgendwann, Jahre später, habe ich dann mal Ahmed und Mike kennengelernt. Und die hatten, also ich kam mit denen wunderbar klar und die hatten halt auch gesagt, so Mensch, hast nicht Bock zu uns zu kommen. Und für mich war allerdings damals halt so, dass zum einen die DWA halt für mich in erster Linie wichtig war, weil ich halt da angefangen habe. Und später kam dann noch Euro Wrestling mit dazu. Also es war halt in dem Moment, als ich wieder zurückgezogen bin nach Berlin, weil ich halt, als meine Bundeswehrzeit da vorbei war in Oldenburg, beziehungsweise auch meine Ausbildungszeit, die ich da oben auch verbracht habe, da ist halt sofort Euro Wrestling an mich herangetreten und hat halt gesagt, hey, willst du nicht zu uns kommen und bla. Und weil ich die halt auch sehr gut kannte, bin ich da halt erstmal hin. Hab da auch sehr viel Zeit verbracht, hab da auch sehr viel ja, Zeit und Kraft investiert in Euro Wrestling. Und zwischendurch kam immer mal wieder der Kontakt zur GWF.
Aber es war jetzt nie irgendwie für mich ein Thema gewesen. Gar nicht jetzt, weil ich, also ich damals war mir noch gar nicht so sehr bewusst, was für einen Unterschied es macht, wo man trainiert Ja. und von wem man trainiert wird. Das ist mir halt erst wesentlich später irgendwo bewusst geworden. Und habe dann halt jahrelang halt mit der DBA und Allwrestling meine Zeit in erster Linie verbracht. Und als ich dann irgendwann bei Allwrestling raus bin, und dann, ja, dann kam halt nochmal so dieses, da hat dann Tarkan Aslan, hatte mich dann angequatscht und meinte so, Mensch, komm doch mal vorbei beim Training, probier's einfach mal aus. Und ich dachte dann so, naja, okay, gut, probier's einfach mal aus. Und bin dann im Sommer 2013 das erste Mal zum GWF-Training gegangen. Wirklich eigentlich ziemlich unvoreingenommen. Also klar, ich kannte die Jungs halt alle schon sehr lange und aber dachte halt, okay, schau es dir jetzt halt mal an. Und wurde halt unheimlich herzlich da aufgenommen. Also es war halt gleich so, wow, cool, bist du jetzt endlich hier, geil. Ich sage, hey, schau mir es erstmal nur an und erstmal gucken. Ja, cool, kommst aber wieder, oder? Also, ja, schauen wir mal, ich denke, so. Und zweites Training bin ich dann auch hin und habe dann festgestellt, so, Mann, die sind ja wirklich immer so nett. Ja. Nee, und hab dann halt immer fest beschlossen, so, okay, alles klar, ist geil, hier will ich bleiben. Und so kam dann auch damals dann dieser Wechsel halt zu dem Trucker-Gimmick. Und ja, und seitdem bin ich halt GWFler. Bist du GWFler? Der Steffen fragt auch, wie lange du ursprünglich mal trainiert wurdest, bevor du das erste Mal in den Ring gestiegen bist. Ja, wo ich trainiert. Ja, das ist so eine Sache. Man muss mal so sehen, dass damals war es alles noch ein bisschen anders als heutzutage. Ich habe Anfang 2002 habe ich halt angefangen, dieses Training bei dieser Backyard Promotion mitzumachen. Im Januar 2003 hatte ich meinen ersten Kampf. Im Nachhinein betrachtet viel zu früh. Aber es war jetzt so eine Zeit, ja, da war das halt noch bei weitem nicht so professionell wie heute. Ich meine, die CWA ist ein paar Jahre vorher zu Ende gewesen. Es gab im Endeffekt keine, ganz wenige wirklich große, wirklich vernünftige Anlaufstellen für ein professionelles Training. Und dementsprechend ist man da viel schneller in den Ring reingeflogen, als man eigentlich sollte. Im Nachhinein, ja, wenn ich mir anschaue, was ich damals drauf hatte und eigentlich auch noch Jahre später, hätte irgendjemand mich eigentlich aufhalten müssen und sagen müssen, nein, du bist noch nicht so weit. Ich würde auch heute auch Jungs, die halt anfangen wollen in dem Sport, halt wirklich raten, so, ey, ganz, ganz wichtig, sich wirklich eine professionelle Schule zu suchen und da sein Training zu bekommen. Und wirklich von einem erfahrenen Trainer dann irgendwann das Go zu bekommen, okay, du bist soweit, jetzt geht's in den Ring. Und ich denke mal, dass das bei mir war es zu früh. Ich meine, ich habe zwar dadurch die Möglichkeit gehabt, halt früher Erfahrungen zu sammeln in Matches, durch meine Gegner, die ich hatte, aber es haben halt einfach eigentlich noch so einige Grundlagen gefehlt, die ich vorher hätte erstmal lernen müssen. Aus irgendeinem Grund bringt mich das gerade auf eine andere Fährte, aber André, ich weiß, du hast es nicht so unbedingt mit Medien. Ja, weil es da eben schon einen gewissen Vorfall gibt. Die Zeit hat dich 2011 interviewt und alleine die Schlagzeile reicht schon, und du darfst kurz was dazu sagen. Dass einer stirbt, kommt schon mal vor, ist die Schlagzeile. Und man hat dich interviewt und dir eigentlich nahezu alles, was du gesagt hast, im Mund herumgedreht und daraus einen tollen Artikel geschrieben. Toll, in Anführungsstrichen. Ja, das ist schön, dass man das Geile ist, wenn man halt mit Reportern zu tun hat. In dem Moment, wo sie mit einem reden, sind sie extrem interessiert an dem, wer man ist und was man tut. Und in dem Fall war es halt wirklich so gewesen. Es war so, dass das die Legends Tour damals auch in Berlin halt Stopp gemacht hat. Und der Roberto Barway, der halt Eurowrestling zu der Zeit promotet hat, hat dann halt mich gefragt, ob ich halt das Interview machen würde. Hab dem zugestimmt, habe mich lange mit dem unterhalten. Und wie gesagt, er wirkte sehr interessiert an dem, was ich ihm so erzähle.
Als es dann rausgekommen ist, war es dann so, dass er eigentlich wohl nur total Bock hatte, das Wrestling zu bashen. Und dadurch, dass ich halt derjenige bin, der mit ihm das Interview geführt hat, war ich halt der richtig schön scheiße schlecht dastand. Der wirklich echt alles umgedreht hat, was ich irgendwie gesagt habe. Und das Ganze ging so weit, dass da halt viele Leute mich persönlich und gar nicht mal persönlich waren, halt auch gegen mich irgendwo geschrieben haben, so, ah, was ist das für ein Idiot. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn ich das Interview jetzt nur. André, du hast gerade an deinem Kabel gezogen, glaube ich. Du bist dumpf. Hörst du mich? Hallo? Jetzt wieder besser. Ja? Okay. Also hätte ich damals nur dieses Interview gelesen, ohne zu wissen, worum es geht, hätte ich auch gesagt, so, was für ein Arschloch. Ja? Und ich habe sofort den Typen angerufen und ihn gefragt, so, sag mal, was soll der Scheiß? Was soll das? Du hast ja wirklich alles komplett verdreht. So, nein, das hast du so gesagt und das ist mein Recht. Ich kann das so schreiben, wie ich das will. Und ich meine, wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich normalerweise ein ziemlich friedfertiger Typ bin. Ja, aber da war wirklich dann der Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, du siehst du den Typen normal, drehst du den Kopf von den Schultern. Ja, also das war. Und seitdem habe ich eigentlich ein sehr gespanntes Verhältnis allgemein zu Medien, oder sagen wir mal zur Presse. Und hätte eigentlich auch nicht gedacht, dass ich halt mal mich wirklich bereit erkläre, jetzt mal wirklich so ein Interview wie jetzt zu machen. Aber das halt in erster Linie wegen dir, weil ich einfach bei dir halt merke, so, okay, Mats ist einer, der respektiert wirklich das, was wir halt da im Ring machen und was wir dafür auch alles tun. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Aber wie gesagt, jetzt aber mit dieser Vorgeschichte hatte meine Einstellung dazu sehr gelitten, sagen wir mal so. Verständlich. Also ich meine, man kann diesen Artikel nach wie vor immer noch lesen. Gebt einfach, dass einer stirbt, kommt schon mal vor und zeigt einen, lest das Ding. Würde ich aber nicht unbedingt jemandem empfehlen, weil da wirklich viel Quatsch drin steht. Alleine, wenn man Wrestling mag, da steht auch Begriffe wie Pseudosport und da kommen halt auch wirklich interne Begriffe vor, weiß ich, Ringratten und was weiß ich was alles. Und ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig wäre, nur weil sich da jemand profilieren will, ne? Ja, also genau das war es eigentlich. Also ich glaube, dieser Typ fand es einfach nur total toll, sich einfach da das Wrestling schlecht aussehen zu lassen, damit er einfach zeigen kann, so wie cool er da in der Situation mit einem Wrestler umgeht. Also, keine Ahnung, Vollidiot, Arschloch. Ja. Ja, gut, ist egal. Wir geben ihm, glaube ich, viel zu viel Aufmerksamkeit, gerade als er verdient. Ja, Ja? völlig. Völlig. Lass uns lieber wieder zurück zu dir kommen und deswegen gibt es eine Frage zu Verletzungen, André. Das ist immer bei mir so ein Thema, was ich sehr leidig finde. Je besser man jemanden kennt und dieser jemand sich verletzt, egal ob jetzt innerhalb des Rings, außerhalb des Rings, man leidet mit. Und deswegen guck du mal auf deine schlimmsten Verletzungen. Was war denn das Schlimmste, was du bisher an Verletzungen durchs Wrestling erlitten hast? Ja, also ich denke mal, die schlimmste Verletzung, die ich bisher hatte, war ein Kapselriss an der Schulter. Das hatte mich ziemlich lange außer Gefecht gesetzt. Also ich glaube, da war gute 4, 5 Monate, ging da gar nichts. Da hatte ich ich glaube, nach 3 Monaten hatte ich mal spaßeshalber versucht, eine Einkaufstüte zu halten mit dem Arm und bin beinahe vor Schmerzen zusammengebrochen auf dem Parkplatz. Das war nicht so cool. Ansonsten auch mal ein angerissenes Schulterband, was noch gar nicht so lange her ist. Und im Endeffekt hab ich noch immer Glück gehabt. Also es waren jetzt nie Sachen, die jetzt wirklich gefährlich waren. Es waren halt öfters mal schmerzhafte Sachen. Also zum Beispiel so die Bänder im Knie überdehnt oder so eine Sachen, was auch wirklich schmerzhaft sein kann. Aber jetzt nie irgendwas, was jetzt einen wirklich böse kaputt gemacht hat. Also Okay. weil. Dann erübrigt sich vielleicht auch die Ergänzungsfrage, aber ich stelle sie trotzdem. Hat man dann Überlegungen, dass es sinnvoll ist, das, was man macht, und ist es sinnvoll, überhaupt weiterzumachen, aus der Verletzung sich rauskämpfen und wieder in den Ring steigen? Also bei den Verletzungen, die ich hatte, war das nicht so der Fall. Das war eher durch andere Situationen. Wenn man zum Beispiel, also ich hatte halt Situationen, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass ich ja, irgendwo ausgenutzt wurde, dass meine Arbeit das, was ich in die eine oder andere Promotion investiert habe, ausgenutzt wurde und da war dann viel eher so dieser Gedanke, so okay,
macht Sinn, überhaupt noch weiterzumachen. Aber das war auch für mich so ein Grund, auch mit einer der Gründe, wo ich dann zur GWF gegangen bin. Und hätte damals Trakan nicht zu mir gesagt, so, ey, Digga, komm mal vorbei beim Training. Und wäre ich nicht dadurch dann auf die GWF aufmerksam geworden und hätte halt angefangen, da zu trainieren, denke ich, würde ich jetzt auch gar nicht mehr im Ring stehen. Dann wäre auch schon vorbei. Also es war halt wirklich so ein ganz einschneidender Punkt für mich, was den Sport betrifft. Und im Nachhinein ist es, also ich bin eigentlich keiner, der irgendwie groß ja, seine Vergangenheit bereut oder das bereut, was er getan hat. Aber eins der Sachen, was ich sehr schade finde, dass es so gelaufen ist, ist, dass ich so spät zur GWF gegangen bin. Also ich glaube, hätte ich das ein paar Jahre früher gemacht, ja, wer weiß, was ich dann vielleicht in der Zeit hätte schon erreichen können. Aber da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich halt diese Entscheidung getroffen habe. Okay. Und das, was sich daraus resultiert hat. Ja, und unter dem Aspekt kann ich ja die nächste Frage mit einbeziehen, denn der Dragul fragt, ob du es bereust, Wrestler geworden zu sein oder ob du lieber etwas anderes gemacht hättest und wenn ja, was? Nein, bereuen tue ich es auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, also es ist im Nachhinein wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Weil einfach, ja, das, was man einfach so zurückbekommt und das, was einfach so viel Freude bereitet, wenn man diesen Sport macht, das ist einfach unersetzlich. Für wen oder für was machst du das Wrestling? Für dich, für andere, für eine Sache, für ein Gefühl? Warum wrestlest du? Warum wrestle ich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das zum einen, wer wirklich Pro-Wrestler ist, zum einen, ich glaube, da muss jeder, so, der das macht, so eine, ja, wie soll ich sagen, eine Rampensau sein. Also einer, der halt gerne im Scheinwerferlicht steht, ist einfach so. Also ich meine, wenn ich in eine Halle reinkomme, wo 500, 600 Leute drin sitzen, und ich halt reinkomme, dann bin ich halt immer im Mittelpunkt des Geschehens. Und da muss man einfach Spaß dran haben. So, dass man halt wirklich einen Saal gefüllt mit Leuten halt unterhalten kann. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der sehr viel Spaß macht. Also mir sehr viel Spaß macht. Dann ist es das, ja, ich sag mal, die Art und Weise, wie man halt mit Kollegen umgeht. Also es ist halt so, dass die Jungs, die im Ring stehen, es gibt halt so gewisse Verhaltensweisen, wie man sich gegenübertritt und was, ich sag mal, Respekt ist halt wirklich so ein ganz, ganz großer Aspekt, der extrem wichtig ist einfach, dass man gegenseitigen Respekt sich zollt, weil wir alle, die wir im Ring stehen, riskieren regelmäßig unseren Hals. Und das ist einfach eine Sache, die halt echt viel Spaß macht, wenn man einfach feststellt, so dass die Kollegen einen respektieren für das, was man tut. Und was mir extrem viel bedeutet, ist auch die Art und Weise, wie die Fans auf einen zukommen. Also, ich habe da einfach so gewisse Schlüsselerlebnisse einfach schon gehabt, so gerade mit Fans und Zuschauern, wo es mir einfach extrem viel Spaß gemacht hat, dass ich halt jetzt gerade in dieser Situation bin, wo ich halt durch die Fans bin. Also, ich erinnere mich, wie alt war ich da? Ich glaube, 11 oder 12 Jahre. Da war ich hier in Berlin eine Show gewesen, die hieß, glaube ich, Wrestling World of Superstars. Das war eine Show, wo unter anderem Jake Roberts und der Ultimate Warrior mit dabei waren. Und anschließend nach der Show war die Möglichkeit, so ein Polaroid-Foto mit Jake Roberts zu machen, was er noch signiert hat. Was ich leider nicht mehr finde. Ich habe da irgendwo, muss ich das noch haben, aber ich weiß nicht wo. Es muss im Zuge meiner ganzen Umzüge irgendwie mal sich. Genau, vielleicht finde ich es irgendwann nochmal, dann werde ich es mal posten. Schade, ja. Jedenfalls war es für mich damals so, dass das Lustige war, ich hatte auch ausgerechnet ein Randy Savage-Shirt an. Und stehe dann da in dieser Reihe und alle warten, dass er halt zu Jake Roberts kommt und ich marschiere dann halt vor zu ihm und er guckt mich an, guckt mein Shirt an und winkt nur so ab, so, ah, what the fuck, ey. Und macht dann dieses Foto mit mir und ich war halt total nervös gewesen, dachte so, boah, krass, Jake Roberts. So, und
Bin dann aber Jahre später dann selber in Situationen gewesen, wo ich sehe, dass Leute auf mich zukommen und diese Nervosität in den Blick haben, wie ich sie damals bei Jake Roberts hatte. Und das sind so Dinge, wo ich mir dann denke, geil, ich erinnere mich heute noch, ja, 18, 19 Jahre später noch, wie heute an diese Situation. Und möglicherweise wird derjenige sich auch noch in ein paar Jahrzehnten noch daran erinnern, wie, ja, der Trucker, den fand ich damals total krass, ey, da wollte ich Foto mit dem machen, als ich noch so ein kleines Kind war, und boah, Wahnsinn, voll krasser Typ, ja. Das ist einfach total geil, wenn man sowas erlebt, dann so wie manche Leute auf einen zukommen. Und macht einfach tierisch Spaß. Ja. Absolut verständlich. Aber du hast gerade Jake Roberts erwähnt, dann mache ich direkt die nächste hinterher. Wer sind denn Idole oder Vorbilder für dich im Wrestling? Oder eiferst du irgendwem nach? Ich weiß, dass die immer ein bisschen schwierig ist, die Frage, weil man will ja jemand Eigenes sein. Aber man sucht sich ja irgendwas in anderen Kollegen, in der großen Bühne WWE, dass man sich um was vorlegt, was man gerne, so möchte ich das auch ungefähr machen und packt seinen eigenen Touch rein. Wer sind also bei dir so jemand welcher? Also ja, du hast schon recht, dass ich, also dieses Nacheifern ist schwierig, weil das ist eigentlich das, was man ja eigentlich nicht will. Aber ich glaube, was mich durchaus geprägt hat, war einfach, dass ich ein Riesenfan von Austin war. Also Stone Cold war für mich so, ja, die absolute Nummer eins als Fan. Allerdings auch Leute wie Hogan oder wie The Rock oder Triple H fand ich einfach mega beeindruckend durch ihre Art und Weise, wie sie halt wirklich diese Präsenz, also selbst wenn man es im TV gesehen hat und so, sobald die Halle betreten, was da auf einmal für eine Stimmung in dieser Halle ist, einfach nur durch die Tatsache, dass sie anwesend sind, einfach fand ich immer extrem geil, so alleine das schon. Und von der Leistung im Ring, also gerade so ja, ich bin da gar nicht so sehr fixiert darauf, so wer so ein extrem technisch guter Wrestler ist, sondern so vielmehr darum, wer hat wirklich harte Kämpfe bestritten und bei wem wirkt es immer extrem hart, was da passiert ist. Und das war halt für mich eigentlich so in erster Linie wirklich Austin. Ja, also allein wenn ich allein überlege, was war das? WrestleMania 13? Nee, doch, oder? Ja, Bret Hart. gegen Bret Hart. Ja. Wahnsinnskampf. Für mich einer meiner absoluten Lieblingskämpfe. Ja. Breakout für Osten gewesen. Ja, absolut. Verständlicherweise. Ja, also. In Niederlage. Ja, absolut. Also das ist einfach also wenn ich allein nur dieses Bild vor Augen habe, ja, wie Austin da in dem Sharpshooter da in seinem eigenen Blut da beinahe antrinkt. Also, Ist ja um die Welt gegangen, ne? Dieses Schwarz-Weiß-Bild dann. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und ein Paradebeispiel dafür auch, was eigentlich Wrestling ausmacht, ne? Was man ja oftmals im Internet so liest, hier, der hat verloren, jetzt mag ich Wrestling nicht mehr. Und dass eben Wrestling nicht zwangsweise um Sieger oder Verlierer geht, siehe Austin gegen Bret Hart bei WrestleMania 13, denn Bret Hart war relativ schnell danach weg, ja, und hat sich nie wieder richtig erholt, dann auch in der WCW nicht. Und Austin hat eine Karriere wie kein zweiter erlebt, wahrscheinlich innerhalb dieser nächsten 4 Jahre, die darauf folgten, oder fünf vielleicht. Deswegen Und, sage ich zum Beispiel auch ganz gerne zu vielen Leuten, wenn sie mich ansprechen, so, hey, du hast aber auch schon unheimlich viele Kämpfe verloren. Wie ist denn das so? Wie fühlt man sich da? Da sage ich dann auch immer so, hey, es geht nicht darum, ob man gewinnt oder verliert, es geht darum, wie man gewinnt oder verliert. So, absolut. Und wie du schon sagst, das ist ein Paradebeispiel dafür. Absolut. nutze ich auch sehr gerne in Erklärungen, wenn dann hinterfragt wird, wieso, weshalb, warum. Nutze ich auch genau gerne dieses Beispiel, weil es eben so ein. Ja, das ist wirklich, also nochmal Paradebeispiel, weil das einfach genau das Schema oder das, was man erklären will, wirklich gut zeigt. Ja, absolut. Was ist eigentlich Wrestling? André, verrückte Road Stories ist mein nächster Stichpunkt auf meinem Fragenkatalog und ich weiß, dass das schwierig ist, weil man einige Geschichten besser und auch gut so für sich behalten möchte, aber gibt es irgendwas, was du mit uns teilen kannst, was du auf diversen Roadtrips mit den Jungs erlebt hast? Ich sag mal so, ich tue ja natürlich sehr, sehr oft mit den GWF-Jungs. Weil wir ja meistens halt dann regelmäßig mit 4, 5 Mann zu Shows fahren. Und es ist auf jeden Fall jedes Mal extrem lustig.
Ist jetzt aber nicht unbedingt so die Sachen, die ich jetzt. Also, ich würde deswegen nicht unbedingt gerne viel darüber sagen, weil all die Jungs, von denen ich jetzt erzählen würde, auch noch aktiv im Ring stehen. Also, jetzt Okay. aber, wenn jetzt irgendeiner sagt, so, ach, der hat jetzt eh schon aufgehört und bei dem ist jetzt nicht mehr so tragisch, wie die Leute ihn jetzt da das jetzt in Verbindung mit ihm bringen, das wäre noch eine andere Sache. So, aber die Jungs, die halt selber noch halt aktiv sind und das mit Sicherheit auch noch lange sein werden. Was ich auf jeden Fall immer nur lustig finde, ist, also bevor ich zu einer Show fahre, rasiere ich mir immer meinen Kopf vorher nochmal. Und da ich ja meistens der Fahrer bin, heißt es, dass immer eine ganze Menge Jungs auf der Rückbank immer sitzen. Und jetzt frag mich bitte nicht warum, aber es ist wirklich so, dass die Hälfte der GWF, die findet es irgendwie total toll, während der Fahrt meinen Kopf zu streicheln. Weil die sagen, das fühlt sich so cool an, ey, wir müssen mal anfassen, wie sich das anfühlt. Oh, ey, André, da habe ich auch mal so. Und ich sitze da auf dem Fahrersitz, hinter mir da irgendwelche Typen, die sich total drüber freuen, wie mein Kopf anfühlt. Und denke mir so, okay, whatever, mach Kann ich bezeugen, ja. doch einfach. Kann ich bezeugen. Und mein Blick ist wahrscheinlich in so einer Situation auch Gold wert, weil ich mir denke, was macht der da gerade? Ja, das ist ungefähr so, wie wenn ein nicht näher genannter GWFler prinzipiell jeden begrüßt mit: Hey, wie geht's deinem Penis? So, Oh. was? Ja, sehr gut, danke. Kann man mal machen. Ja. Ja. Habe ich inzwischen übrigens übernommen. Das ist jetzt nicht nur mehr ein Ding von dieser einen speziellen Person, sondern es wird langsam ein GWF-Ding. Ja, also, der entpuppt sich sowieso immer häufiger als Trendsetter, der Junge. Sehr unterhaltsam. Ja. Und wer es vielleicht erraten kann oder auch immer, wer das ist, kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Döner und Ayran Videos von Döner und Ayran Tour 2015 von den Young Lions, Tarkan Aslan und Lucky Kid. Da kriegt ihr Eindrücke davon, was eben auf Touren und auch Backstage bei Shows passiert. Und da das in diesem Video ist, guckt es euch an, kann man auch drüber reden. Ja, Teil Ne? 3 ist heute online gegangen. Ich habe Genau. ungefähr 5 Minuten, bevor wir miteinander angefangen haben zu sprechen, habe ich mir das Teil 3 gerade angeguckt. Sehr witzig. Ich mag vor allem, also wir gerade bei Teil 3 sind, ich mag vor allem Ivo, wie er vor dann Lucky steht und die Kamera, dann macht die Kamera aus, wie so ein Bodyguard. Das fand ich sehr Ja. lustig. Ja, ich fand auch sehr gut, Ja. wie er mit Corey, wie er Corey in den Arm nimmt und beide dann da einfach wild in die Kamera fressen. Ja. Also, I don't care. Mit dem wilden Blick dazu, Ja, ne? wunderbar. Ja, genau. Also wirklich sehr zu empfehlen. Gebt einfach auf YouTube einen Döner und Ayran Tour 2015 und ihr findet die Videos auf jeden Fall. Sind auf dem Kanal von Lucky Kid zu finden. André, hab dir im Vorweg gesagt, es gibt hier eine Frage, auf die ich mich sehr freue, die in meinem Fragenkatalog aufgenommen wurde und du kannst es erraten, sie kommt jetzt, ja? Okay. Wenn du eine Eissorte sein könntest, welche wärst du? What the fuck? Pistazie. Warum? Weil das in irgendeinem Bud Spencer und Terence Hill Film diese geile Szene war, wie Terence Hill von Bud Spencer die ganze Zeit ein Eis haben will und die ganze Zeit immer wieder nach Pistazie fragt, was er aber nicht hatte. Welcher Film war das? Ich liebe diese Szene. Aber es ist sofort das Erste, an das ich denken muss, wenn mir diese Frage stellt. Aber Okay. ein ganz kleines bisschen Pistazie. Großartig. Ja, warum ich die Frage aufgenommen habe, kann ich dir gar nicht sagen. Ich fand die nur irgendwie gut. Ja, ich glaube, Hat so ein bisschen was von Psychologie, kann man Analysen draufpacken und so, ne? ja. Und Zweite nicht zu bremsen ist der Film. Ja, genau. Stimmt. Steht zumindest bei YouTube, also ich hoffe, das stimmt. Und ja, so, ich fand das interessant, ja. Und irgendwann werde ich mal zusammenschneiden, mache ich mal einen Highlight-Clip draus, was Leute gesagt haben, welche Eissorte sie eigentlich gerne wären. Ja, ich frage mich jetzt schon, wie viele Leute als allererstes sagen, what the fuck? Ja, die Reaktion muss auch mit rein, natürlich. Ja, ganz wichtig bei der Nummer, glaube ich. Das war das Wichtigste an der Frage. Kann durchaus sein, ja. Frage, die auch von Hörern kam, die habe ich aber irgendwie in einer privaten Nachricht bekommen. Deswegen weiß ich jetzt gerade gar nicht, wer sie geschickt hat, aber ich habe ja gesagt, schickt sie bitte unter dieses Poster auf der Facebook-Seite. Deswegen nehme ich meine Frage, weil die ist eigentlich genauso. Gibt es Momente, André, in denen du sagst, gut oder toll, dass ich Wrestler geworden bin? Du hast ja vorhin schon mit den Fans das so ein bisschen erklärt, das ist wahrscheinlich dann so in die Richtung tendierend, ne? Ich wollte gerade sagen, dass das ist eigentlich so, dass
das, was einem da am meisten so dieses Feeling gibt. Aber dazu will ich mal eine coole Geschichte erzählen. Okay. Und zwar, ich hatte mal letztes Jahr, nee, letztes Jahr, doch, letztes Jahr, eine Show in Frankreich mitgemacht. Und da kam nach der Veranstaltung kam dann ein kleiner Junge zu mir. Ungefähr, lass mich lügen, 4, 5 Jahre alt. Der kam zusammen mit seiner Mutter und erzählte mir irgendwas auf Französisch. Und ich habe mal halt nicht verstanden, ich spreche halt mal kein Französisch, auch wenn ich einen französischen Namen habe. Jedenfalls frage ich halt die Mutter so, sorry, ich verstehe nicht, was los. Und dann versucht sie mir halt dann auf Englisch zu erklären, dass er eigentlich total Angst vor mir hat, aber jetzt gerade seinen ganzen Mut zusammengenommen hat, um mich nach einem Foto zu fragen. Und dann dachte ich so, oh Mann, okay, ist das süß. Ich so, alles klar, komm her, Kleiner. Hab ich einen kleinen Arm genommen, hab dann gesagt, so, hier, komm, ja, zeigen wir jetzt mal schön die Devil Horns. Ja, und hat aber mit seinen kleinen Patschhähnchen gar nicht so richtig hinbekommen. Da habe ich erstmal so seine Hände zurechtgefaltet, dass er auch die schöne Devil Horns hochhält. Und dann haben wir zusammen das Foto gemacht. Und dann, als das Foto im Kasten war, guckt er mich ganz groß an und sagt so nur, fängst du an, über das ganze Gesicht zu grinsen, merci, ja, und gib mir so einen Kuss auf die Wange und renn weg. Und ich denke so, ja gut, ist das ein Ja. paar. Ja, also, das sind so Momente, wo du sagst, ey Mann, wie geil. Ja, einfach, das macht einfach Spaß. Absolut. Ja, sofort verständlich, glaube ich, für jeden. Nicht, weil man schon mal in ähnlichen Situationen war, sondern weil man sich das vorstellen kann. Ne? Und vor allem Kinder sind es ja oft. Also, das habe ich mitbekommen. Ich mache ja jetzt schon ein bisschen länger diese Interviewform und rede ja auch viel mit Wrestlern und so. Und vor allem Kinder. Strahlende Kinderaugen sind für Wrestler, glaube ich, das. Manchmal besser als Bezahlung in Geldform. Mag komisch klingen, aber ist eben das, was ich mitbekomme. Ja, vor allem ist es ja auch, ich glaube, dass auch alle, die wir im Ring stehen, wir assoziieren ja auch, glaube ich, unsere eigenen Erfahrungen, wie zum Beispiel das, was ich vorhin über Jake Roberts erzählt habe. So dieses, wo ich selber als Kind vor ihm stand und mit großen Augen so, oh, wow, da steht Jake Roberts vor mir. Und wie gesagt, und ich glaube, so wie der Kleine an dem Tag drauf war, der wird wahrscheinlich noch in ein paar Jahren noch sagen, so, oh, damals Jake Wacker, ja. So, das ist einfach, ja, unbezahlbar, ja. Absolut. Das ist absolut verständlich. André, nach all dem Erlebten im Wrestling, bist du nach wie vor Wrestling-Fan oder hat sich deine Position verändert dadurch, dass du Teil des Geschäfts bist? Ich glaube, Denn ja, inwiefern hat sich's verändert? also ich glaube, Fans sind wir alle. Ich meine, also auch alle Aktiven. Ich meine, wer sind die größten Marks? Ja? Wer sind die größten Marks? Die den ganzen Tag auf Moonsault irgendwie posten und ihre Kommentare reinsetzen oder die sogar so verrückt sind, dass sie das wirklich zu 100% auch selber tun wollen? Also ich glaube, du musst selber auch ein Riesenfan sein, um es selber zu machen. Ich muss zwar sagen, dass ich viele Sachen heute anders sehe, wenn ich sie mir angucke und auch anders beurteile. Klar, weil man hat halt einfach einen anderen Blickwinkel halt für viele Sachen, die halt im Ring passieren. Aber trotzdem bin ich immer noch Fan. Und es gibt auch heute immer noch Matches, welche ich die sehe und wo ich dann total ausflippe und sage, Alter, ist das geil, Wahnsinn. Ja, also, habe ich heute immer noch. Zwar seltener als vielleicht noch vor einigen Jahren. Aber auf jeden Fall bin ich immer noch Fan, ganz klar. Und passt auch direkt die nächste Frage mit dazu. Lieblingsmatches ist der nächste Stichpunkt. Und da du gerade schon sagst, gibt es Matches wie, oh Mann, ne, dass man mitgeht. Aber erst noch, schaust du aktuelles Wrestling? Und wenn ja, was? Ja, also was ich zum Beispiel ganz gerne schaue, ist NXT. Das macht mir echt Spaß. Ansonsten, gut, jetzt so WWE im Großen eigentlich nicht so sehr. Ich zapp auch gern mal rein, so bei dem einen oder anderen New Japan Match. Oder auch mal so ja, PWG schaue ich auch ganz gern mal rein, Ring of Honor. Aber in erster Linie interessiere ich mich eigentlich fürs deutsche Wrestling. Also ich gucke mir auch sehr gerne Kämpfe von Kollegen der GWF an. Okay. Ja. Und ansonsten Gibt's. Lieblingsmatches. Also Wird unterteilt in sowohl Matches, an denen du selber beteiligt warst, ja. und Matches, an denen du eben nicht dabei warst. Entweder aus Growing Up in the Wrestling Business oder eben noch möglichst aktuell, aber eben ohne Beteiligung.
Also als Zuschauer, als Fan war für mich, fand ich extrem geil, SummerSlam 92, Bret Hart gegen den Bulldog. Das Match habe ich, glaube ich, gefühlte 800 Mal gesehen. Großartig. Dann, weil ich ja vorhin schon meinte, WrestleMania 13, Bret Hart und Austin. Und was ich auch sehr geil fand, war WrestleMania 10, Owen Hart und Bret Hart. Und das Lustige ist, dass ganz viele meiner Lieblingsmatches sind alles sind Matches mit Bret Hart, obwohl ich nie ein Bret Hart-Fan war. Lustigerweise, dadurch, dass du sagst, ich habe jetzt gerade nebenher ja mitgeschrieben und ich hätte jetzt eine Bret Hart-Frage Nee, gestellt, aber gar die nicht. erübrigt sich Gar nicht. gerade. Ich bin eigentlich gar kein Bret Hart-Fan, aber genau das zeigt ja im Endeffekt, dass er einfach wirklich einer der Besten aller Zeiten war, weil ich war nie ein Fan von ihm und trotzdem liebe ich ganz viele seiner Matches. Obwohl, WrestleMania 10 fällt mir auch noch Razor Ramon und Shawn Michaels, das erste Leitermatch. Leitermatch. Großartig. Ja. Okay. Ansonsten Matches, wo ich selber beteiligt war. Schwierig zu sagen. Also was mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht hat, war damals ein Match bei der DBA im Tag Team mit Absolute Andy gegen Joe Legend und Jim Neidhart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann, ach, ich bin jetzt echt unbedingt, dann einmal ein Tag Team Match mit G-Spot. Also gegen G-Spot. Mit Johnny Tiger, also als TNS Evolution. Das war damals sehr geil. Ich finde den Namen G-Spot, also G-Punkt, als Teamnamen nach wie vor grandios. Ja, ne, das Team an sich war sowieso grandios. Ja, das passt halt, ne? Also es ist einfach absolut genial. Also was die Ja. beiden da abfeuern an Feuerwerk, das ist unglaublich. Sehr, 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 sehr schade, dass das Luis aufgehört hat. Und das hat mir auch damals extrem viel bedeutet, weil als wir diesen Kampf gemacht hatten, da hat er ja eigentlich seine Karriere schon beendet. Da hat er gesagt, dass er eigentlich nicht mehr in den Ring steigen will und hat es dann aber trotzdem halt noch gemacht. Wobei er gleich gesagt hatte, im Vorfeld, bevor überhaupt das Match angesetzt wurde, dass wenn er nochmal in den Ring steigt, dann nur mit Leuten, denen er wirklich vertrauen kann, dass das alles gut abläuft. Und deswegen hat es mir auch viel bedeutet, dass er gesagt hat, ja, okay, gut, mit den beiden gar kein Problem. Ansonsten auch, was mir auch viel bedeutet hat, war damals das Match mit Peter Bojic bei der GWF, einfach weil es mein erstes Match als Trucker war. Das war halt, ja, das war halt einfach so, weil ich halt wirklich das erste Mal gucken konnte, okay, wie reagieren die Leute jetzt, wenn ich jetzt mit dem Namen, in dem Outfit auftrete. Da gab es so viele Matches. Aber sind ja jetzt schon mal drei. Da mache ich eine allgemeine Frage draus. Schaust du nach deinen Kämpfen, wenn Material da ist, dir das erneut an, wie du etwas ausgeführt hast? Oder sagst du, nee, ich war ja dabei? Nee, ich schaue es mir ganz gerne an, weil ich bin ja immer noch so in so einer Phase, wo ich sage, ich kann mich, da ich mich noch weiterentwickeln kann und da ich auch noch besser werden kann. Und da hilft mir das halt auch so viel, halt Sachen rauszusehen, wo ich dann sage, ah, okay, da ist noch ein bisschen mehr reinpacken können oder noch ein bisschen, ja. Also ich versuche mir eigentlich alle meine Kämpfe nochmal anzusehen. Okay. Gibt es Wunschgegner für Andre Trucker? Ivan Kiev, obwohl ich ja gegen ihn schon gecatcht habe, aber immer wieder gerne. Crazy Sexy Mike in einem Single Match. Also ich hab vor ewigen Jahren schon mal mit ihm in einem Single Match gestanden. Allerdings jetzt heute nochmal, das wäre eine coole Sache. Auch so viele, also vor allem auch viele Sachen, die ich jetzt mittlerweile auch schon machen konnte. Also jetzt vor kurzem halt zum Beispiel mit Tarkan Aslan, was mir viel Spaß gemacht hatte. Ja, gibt da einige mit. Was die Leute auch interessiert, André, weil ja viele mit dem europäischen Wrestling nicht so viel anfangen können und trotzdem die Ausgabe hören, wenn du einen WWEler picken würdest, könntest, wen würdest du nehmen? Austin zu seinen Hochzeiten. Okay.
Ansonsten, ja, jetzt aktuelle Leute, Sami Zayn. Ja. Das wär eine coole Sache. Okay. Hast ja vorhin gesagt, dass du viel NXT guckst. Was ein bisschen weiter reicht, baue ich mal noch später ein. André, ich habe Rapid Fire Segment. Das heißt, ich werde dir ganz kurz ein paar Begriffe oder Namen nennen und du antwortest ohne groß zu überlegen mit dem ersten Gedanken, der dir in den Kopf schießt. Okay. Ja? Ja. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Crazy Sexy Mike. Coach. Crazy Johnny Tiger. Alter Freund. DWA. Der Beginn. GWF. Familie. Tarkan Aslan. Freund. Ahmed Scher. Mentor. Craig BC. Alte Zeiten. Andre Trucker. That's me. Gut, das war's schon. Okay. Ich weiß, wir unterhalten uns sehr oft über Comics und da du gerade da bist, habe ich mir gedacht, ich muss das irgendwo mit einbeziehen und ich hätte es im Rapid-Fire-Segment machen können, aber ich mache es so. Lieblingscomic. Lieblingscharakter oder Story? Mach, wie du denkst. Beides. Gibt so viele tolle Sachen. Ach, ich bin totaler Comic-Nerd. Ich liebe die Hitman-Comics. Also jetzt, das, also jetzt hier, das hat nichts hier mit dem Hitman hier zu tun, der aus dem Videospiel. Agent 47. Genau, damit hat es nichts zu tun, sondern das ist ein Charakter von DC Comics. Der, das, da habe ich sämtliche Comics davon habe ich. Sehr geile Story. Lobo finde ich sehr geil, weil es unheimlich geile Satire ist. Deadpool ist der Wahnsinn. Völlig verrückt. Ach, gibt so viele tolle Sachen. Ich habe übrigens gerade ganz frisch bekommen, aber noch nicht gelesen, Lobo the Duck. Lobo the Duck, oh Gott. Ja, na, gibt auch diese Crossover-Geschichten zwischen DC und Marvel und auch anderen Dings. Und da habe ich unter anderem jetzt Lobo the Duck, weil ich die Sammlung mir komplett machen will. Ja. Und das ist halt Lobo mit Howard the Duck. Ja, klar. Ne? Und alleine das Cover ist schon grandios. Ja, Lobo ist immer geil. Ich glaube, das ist auch so. Ich verstehe gar nicht, warum nicht endlich mal jemand auf den Trichter kommt, dass man dazu unbedingt einen Film machen muss. Ja. Gab es schon mal die Idee, aber da gab es irgendwie rechtliche Probleme. Ja, ich weiß, hatte ich damals verfolgt. Ich habe ja sogar gehört, dass Dwayne Johnson damals irgendwie im Gespräch war für die Hauptrolle. Genau. Ja, ansonsten, was ich auf jeden Fall auch extrem geil finde, sind Batman und Superman Comics. Weil da gibt es einfach teilweise so geile Storylines. Ich lese jetzt gerade zum Beispiel Kryptons letzter Sohn. Das ist eine Ja. sehr coole Story. Also wie gesagt, ich bin ein echter Nerd. Also ich habe keine Ahnung, wie viel hunderte Comics ich habe und Woran pickst du dir Comics raus, die du nicht kennst? Es gibt ja Unterschiede dann, ob man jetzt an Main Stories das packt. Also beispielsweise, das ist eine Civil War Geschichte, das ist eine House of M Geschichte oder. Oder jetzt halt im DC-Universum von mir aus ein Erde 2-Comic. Oder suchst du dir die Charaktere selbst raus, wonach du Comics aussuchst, die du noch nicht kennst? Das Gute ist, es gibt ja hier so diese Abos mit diesen Sammelbändern, sowohl von Marvel Ja. als jetzt mittlerweile auch von DC, wo ja alle möglichen Stories da veröffentlicht werden. Auch eine Menge klassische Sachen, teilweise aus den 60er, 70er Jahren sogar. Und da ich beide Abos habe, kriege ich auch eine ganze Menge Stories, die mich vielleicht erstmal gar nicht interessieren und wo ich vielleicht auch gesagt hätte, die würde ich mir gar nicht kaufen, wenn ich sie nicht in dem Abo da drin hätte. Und die ich dann lese und feststelle so, okay, geil, geile Story. Hätte man sich auch so kaufen können. Da bin ich übrigens neidisch, dass du die Hatchet-Bände hast. Die enden ja jetzt, glaube ich, im Mai, ne? Sind alle 60 vollständig. Ich glaube, ja. Und ja, da hast du zum Beispiel eine Geschichte, die ich irgendwann auch mal lesen will. Ich glaube, gleich der erste Band ist Iron Man, der Geist in der Flasche. Der Oder so. Geist in der Flasche? Ich glaube, gleich die erste Hatchet-Ausgabe ist Iron Man, wie heißt denn das? Also irgendwas
mit in der Flasche. Ich überlege gerade, was das für ein Wesen in der Flasche ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Iron Man, eine Iron Man Story, die ich noch nicht kenne. Und als eine der besten, wenn nicht sogar die beste Iron Man Geschichte der Geschichte bewertet wird. Also die Story sagt mir was, aber ich glaube, ich habe es noch nicht gelesen. Also ich habe auch nur unheimlich viele Bände noch original verpackt hier rumzuliegen, weil ich gar nicht dazu komme, die alle mal zu lesen, wenn sie kommen. Ja. Also ich hoffe, ich werde es nach und nach irgendwann mal abarbeiten. Habe mir allerdings selber ein Bein gestellt, dass ich jetzt gleich von DC Comics noch das nächste Abo hinterher geordert habe. Warum denn nicht? Ja, also ich bin auch, also bei sowas kann ich auch einen echten Sammelwahn entwickeln. Ja. Also das muss dann du, einfach. Du sprichst mit jemandem, der ein absoluter Sammler ist und manchmal gar nicht weiß, warum er Dinge hat, einfach nur, weil er ein dober Sammler ist. Ja, muss man einfach haben. Ja. Geht halt nicht anders. Ja, was soll ich machen? Übrigens ist das der Dämon in der Flasche. Der erste Hatchet-Band von Iron Man. Ja, doch. Dämon aus der Flasche. Ja, gilt zusammen mit Extremis als die wahrscheinlich beste Iron Man-Geschichte. Wobei ich Extremis, muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Also, schlimmerweise habe ich erst Iron Man 3 gesehen und habe dann Extremis gelesen. Ja. Und, hat mich jetzt nicht so sehr umgehauen, wie ich eigentlich dachte. Was ich extrem geil finde, echt eine Empfehlung für jeden, der sich irgendwie mal langsam ranwagen will an das Thema Marvels. Die Story. Das ist extrem geil. Ich glaube von, wie heißt er? Komme ich natürlich nicht auf den Namen. Aber das ist auf jeden Fall sowohl von den Zeichnungen als auch von der Story extrem geil gemacht, weil es so im Endeffekt so den Blick der Öffentlichkeit auf Superhelden wirft, was extrem witzig ist. Ja. Absolut. Aber hab ich hier zu liegen als Marvel-exklusiv, also nicht in dem Hatchet, weil ich damit gar nicht erst anfangen will. Ja. Ich kaufe mir die Bände dann so, also als Sammelbände oder eben Sondereditionen, ja. Aber eben nicht bei Hatchet. Dadurch habe ich wahrscheinlich den Großteil, den es von diesen Hatchet-Bänden gibt. Aber einige sind eben auch sauschwer zu kriegen, wie zum Beispiel hier Planet Hulk und World War Hulk und so. Die sind alle vergriffen, die Monsterbände, Monster-Editionen. Das ist auch eine sehr geile Story. Also Planet Hulk 1, 2, da sind ja bei diesen Sammelbänden sind es irgendwie jetzt dann 3 Bücher. Ja. Und sehr geile Story, auf jeden Fall. Ja, absolut. Was ist denn deine Lieblingsgeschichte neben den Charakteren? Was ich bisher so gelesen habe. Extrem geil finde, da bin ich glaube ich richtig zum Comic-Fan geworden. Das war damals Batman Inferno. Mhm. Sehr coole Story. Da ging es darum, dass Gotham einem riesigen Erdbeben komplett vernichtet wird. Und finde ich von der Psychologie her extrem interessant, weil im Endeffekt geht es die ganze Zeit darum, dass das der Charakter, der eigentlich die ganze Zeit alles dafür tut, um die Unschuldigen zu schützen, völlig hilflos dasteht, weil er einfach gegen die Naturgewalt nichts mehr tun kann. Ja. Und das ist schon extrem geil. Und auch darauf folgenden Story, so Weg ins Niemandsland, vorher noch Nachbeben, genau. Also eine ewig lange Storyline. Und ich weiß nicht, ich glaube, die wurde hier in Deutschland 98 oder 99 veröffentlicht. Okay. Und die ist echt sehr cool. Also wenn man Batman cool findet, sollte man das auf jeden Fall mal gelesen haben. Das ist echt sehr geil. Ich bleib ja meist im Marvel-Universum. Also ich lese noch Pit. Ja, also, hab Pit gelesen, so muss man ja eher sagen. Ja. Aber ansonsten bleibe ich eher im Marvel-Universum, da hat man auch genug. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem mal eine Liste gemacht. Zwischendurch verkauft man ja vieles, ne? Wenn man durch Umziehen verliert man Comics und dann kauft man die immer wieder zurück. In der Phase bin ich jetzt gerade. Ja. Und ich habe über 10 Jahre habe ich jetzt, ich glaube, 20 Bände oder so gekauft gehabt. Okay. Und alleine vom November an letzten Jahres habe ich jetzt schon knapp 50 gekauft. Ja. Okay. Kann man mal machen. Und? Ja, danke eBay dafür. Ja. Also Marvel ist schon geil, keine Frage. Aber ich muss sagen, dass also wenn man halt wirklich bei Comics so ein bisschen hinterher sein will und wirklich auch mal so alle möglichen Facetten mal kennenlernen will, muss man auch echt mal ein bisschen variieren. Also gibt es halt nämlich coole Sachen halt auch von anderen Publishern. Also zum Beispiel auch Top Cow Comics. Hier Witchblade, ja. Darkness, ja. Fathom, dann oder hier Spawn Comics. Ist auch sehr gut. Genau. Oder irgendwie, wobei ich persönlich bin eigentlich ganz großer DC-Comics-Fan. Das ist eigentlich so mein Nummer eins. Also auch so Green Lantern, Flash, Green Arrow.
Sehr gut. Nennst du ja gerade drei Serien, die gerade auch wirklich in Serie gehen, in TV-Serie gegangen sind. Arrow gibt's schon länger, ist schon in der dritten Staffel inzwischen, und Flash und Gotham jetzt gestartet, wo ja dann über kurz oder lang auch der Lantern auftauchen wird und wohl als Spin-off in Animationsform dann gebracht wird. Genau. Also da versucht ja gerade DC gegen das große MCU, das Marvel Cinematic Universe anzugehen, was ich glaube nicht funktionieren wird, so wie sie es machen. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Im Comics genauso wie im Wrestling. Also ich glaube, also ich bin echt gespannt, wann jetzt, ich glaube, nächstes Jahr, oder? Anfang nächsten Jahres oder noch Ende diesen Jahres soll ja hier Batman vs. Superman kommen. Ja. Dawn of Ich glaube Justice. dieses Jahr noch. Ich glaube, dieses Dieses Jahr Jahr noch noch, ne? gibt's, ne? Also ich glaube, das Ding wird richtig fett. Also Ja. da freue ich mich sehr drauf. Also ist ja dieser mein zweiter Nerdwahn, den ich so habe. Ich bin ja totaler Film- und Serienfan. Hab auch unheimlich viele DVDs und Blu-rays, die ich so im Laufe der Jahre gesammelt habe. Wobei jetzt, seitdem ich Video on Demand für mich entdeckt habe, habe ich jetzt da mal zurückgeschraubt bei den ganzen Einkäufen. Aber dafür habe ich bei meinen ganzen On-Demand-Services so ewig lange Watchlisten, dass ich gar nicht weiß, was ich gleich gucken soll. Kommt mir bekannt vor. Ja, das ist immer so, wenn man irgendwie Zeit ist, wird angeschmissen und dann wird meistens dabei eingeschlafen und dann gucken, wann bin ich das letzte Mal eingepennt, da guckst du weiter. Aber ich glaube, ich werde das sowieso niemals alles gucken, weil ich da noch auf der Liste habe. Ich arbeite Ja, nicht. aber wir unterhalten uns ja so auch immer mal wieder, wenn man irgendwie mitten im Gespräch ist, über Comics. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich das hier mit einbeziehen, wenn ich das von jemandem weiß, weil ich dann eben auch mitreden kann. Ich versuche ja Themen zu vermeiden, wo ich nicht unbedingt Ahnung von habe, weil da kann man bloß mit mir reden. Also ich kann mich nicht wirklich beteiligen, ne? Ich kann mich ansprechen, aber ich werde nicht groß reagieren können. Und deswegen mag ich das dann ganz gerne, wenn man auch ein bisschen Wissen darüber hat. Und dann kann man das auch mal zeigen, dass eben Wrestler nicht nur fürs Wrestling leben, sondern eben auch, wie sagt man so schön, ganz normale Menschen sind. Ja, natürlich, Ne? klar. Und das soll ja auch dieses Format hier gerade so ein bisschen zeigen. André, versetz dich in die Lage, wenn Match Day ist. Wie bereitet sich André Trucker auf ein Match am gleichen Tag vor? Wie bereite ich mich vor? Also, wenn ich morgens aufstehe, gibt es erstmal einen großen Pott Kaffee. Dann, wie gesagt, so, weil ich vorhin schon meinte, dann wird erstmal der Kopf wieder rasiert. Man will ja hübsch aussehen, ne? Bart ein bisschen stutzen. Ja, dann wird die Tasche gepackt. Der Koffer mit dem Outfit und den ganzen Sachen, die man so mit sich rumschleppt, wie Booster, was man sich so vorher gibt, und so diverse Warm-up-Utensilien. Nochmal prüfen, ob man auch den USB-Stick mit der Einzugsmusik dabei hat. Ja, und dann meistens, wenn es dann, wie gesagt, jetzt in den letzten Monaten, das ist ja fast prinzipiell immer eine Tour gewesen, zusammen mit Kollegen von der GWF. Und dann halt irgendwo treffen mit den Jungs. Ja, und dann geht's on the road. Ja. Und gibt's Rituale für dich, die du vor einem Kampf einbehalten zu versuchst? Ich versuche meistens nochmal so kurz vorher auf jeden Fall nochmal so einen Moment für mich zu haben, nochmal so ein bisschen in mich gehen, nochmal so, ja, einfach nochmal so ein bisschen durchgehen, was man vorhat, was man mit seinem Gegner machen will, was man umsetzen will. Einfach nochmal so ein bisschen so seine innere Ruhe nochmal finden, bevor es dann rausgeht. Aber jetzt so Rituale wie jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, vorher nochmal beten oder irgendwie nochmal irgendeine Motivationsmusik hören oder irgendwie sowas habe ich nicht. Okay. Ne. Kann ja sein, ne? Ja, Kann ja alles sein. ne. Ich habe dich vorher gefragt, als du eingestiegen bist ins Wrestling, wie Leute reagiert haben. Der Christian fragt, wie reagieren Leute heute, wenn du sagst, dass du Wrestler bist? Hatte ich jetzt gerade letztes Wochenende hatte ich eine ganz, ganz lustige Situation, als ich in Neumünster aufgetreten bin. Da bin ich mit Pete Bouncer sind wir nochmal zu meinem Auto gegangen, was ich
auf dem Parkplatz abgestellt hatte, wo ich mir nicht sicher war, ob ich überhaupt parken kann. Da war gerade irgendwie so ein Flohmarkt gewesen und deswegen waren da wenig Parkplätze und ich musste halt gucken, wo ich irgendwie das Auto abstelle. Und bin dann mit Piet immer zum Auto, wir hatten halt noch ein bisschen gequatscht und da stand dann da gerade irgendwie einer, der da, das war irgendwie ein Museum oder so, und der hat da gearbeitet. Und ich habe den angesprochen und gesagt, so, sorry, meine Frage, meinst du, ich kann hier stehen bleiben oder werde ich hier irgendwie abgeschleppt oder so? Ich sage, ich gehöre hier zu einer Veranstaltung, die hier heute Abend stattfindet. Und der guckt mich an, guckt mich so mustern von oben nach unten an. Wrestler, hä? Ja. Ja, nee, ist okay, kannst du abpacken. Und das ist mir so nochmal wieder bewusst geworden, okay, so mittlerweile verstehen Leute sehr schnell, was ich tue. Sehr Frage, was irgendwie ganz witzig ist. Ja, und ansonsten ist halt so dieses, also diese allgemeine, ja, dieses nochmal Nachfragen, also wie Wrestling, jetzt so wie das aus dem Fernsehen, so, ja, genau, wie das aus dem Fernsehen. Ja, also viele sind immer erstmal so ein bisschen erstaunt, weil es ist ja immer noch so, dass das unheimlich viele Leute gar nicht wissen, dass es in Deutschland so eine große Szene gibt. Und obwohl ja eigentlich die Szene immer größer wird und auch immer medienpräsenter, gibt es immer noch, wie gesagt, verdammt viele Leute, die es gar nicht mitgekriegt haben. Und deswegen so immer so dieses, oh, echt? Okay, cool. Ja. So. Ja, schön. Der Christian fragt auch, das würde mich auch interessieren, wie du jetzt reagierst. Wie ist die Stimmung unter den deutschen Wrestlern? Ich glaube, er meint da entsprechend außerhalb der GWF auch, weil GWF wissen wir, aber kannst du gerne, also pack das rein, was du da jetzt reinpackst. Also was auf jeden Fall Fakt ist, dass jetzt zur Zeit merkt man, dass eine ziemliche Umbruchphase gerade so ein bisschen ist, weil einfach jetzt gerade die Szene sich enorm entwickelt. Natürlich auch durch zum Beispiel die WXW, die jetzt ihre Riesentouren da macht mit, ich weiß nicht wie viel, 40, 50, 60 Shows im Jahr. Dass einfach dann die Medienpräsenz, die immer häufiger übers Wrestling berichtet, auch durch so eine Kleinigkeiten wie, oh, was heißt Kleinigkeiten, durch so eine Sachen wie, dass jetzt ein Cesaro jetzt bei der WOC-WM mitmacht und so Geschichten. Also man merkt schon, dass das Wrestling halt einfach immer präsenter wird. Und ich glaube, dass jetzt gerade halt so eine Phase ist, wo halt jede Promotion und auch jeder Wrestler irgendwo versucht halt so ein bisschen diesen Platz irgendwo zu finden und zu sichern. Und ja, also man merkt, und es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass die Szene sich so enorm entwickelt jetzt gerade. Weil ich sag mal, ich kenne ja die Zeit auch noch, als es kaum Wrestler gab hier in Ja. Deutschland und auch enorm viele Leute, die ja, die halt auch keine professionelle Ausbildung hatten, trotzdem irgendwie da mitgemischt haben. Und im Gegensatz zu heute ist halt einfach eine ganz andere Szene geworden. Ja, auch wenn es jetzt gerade mal 10, 12 Jahre her ist, aber in der Zeit hat sich das Wrestling so enorm entwickelt, so viel Nachwuchs. Also wenn ich mir anschaue, ganz, ganz viele Rookies, die ich aus mehreren Promotions kenne, wo ich sage, ey, Wahnsinn, was die jetzt schon auf dem Kasten haben. Wären die damals in der Zeit, wo ich angefangen habe, schon mit dem Kenntnisstand, den sie jetzt heute als Rookie haben, damals da aufgetaucht, die hätten da alles abgerissen. Und heutzutage ist einfach so, die Szene so stark geworden, dass halt die Jungs halt wirklich trotzdem erstmal hinten anstehen müssen. Ja. Und das ist schon echt eine besondere Entwicklung. Also ich bin echt gespannt, wo das Wrestling in 5 Jahren stehen wird. Als ob du meinen Fragenkatalog kennen würdest, denn genau das ist die nächste Frage. Wo ist André Trucker in 5 Jahren? Gute Frage. Ich denke, ja, also ich denke mal, ich werde noch im Ring stehen in 5 Jahren. Ich denke schon. Ich denke schon. Wo ich dann überall im Ring stehen werde, keine Ahnung. Also es ergeben sich ja immer wieder neue Möglichkeiten, wo man sich mal einbringen kann. Ja, ich lasse mich einfach überraschen. Ich lasse so ein bisschen auf mich zukommen. Also ich versuche so viel wie möglich mitzunehmen. Solange ich noch nicht zu alt bin für den Scheiß. Und ja, einfach mal schauen. Einfach mal schauen. Gibt also keinen so richtig, das will ich noch erreichen oder das muss ich noch schaffen.
dass du zufrieden bist, sondern, so wie du sagst, eher auf dich zukommen lassen. Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die ich halt gerne noch so mal machen möchte, bevor ich irgendwann dann mal aufhöre. So ein paar Sachen auf meiner To-Do-Liste. In erster Linie geht es da aber für mich so um Nationen. Also ich finde es einfach unheimlich interessant, so in anderen Ländern aufzutreten. Und da sind halt so einige Nationen halt noch, wo ich sage, da möchte ich gerne auch mal hinstehen. Wo warst du schon? Wo möchtest du noch hin? Also ich war schon in Irland, in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich. Was mich auf jeden Fall mal reizen würde, wäre in den USA anzutreten. Japan würde mich extrem reizen. Aber es sind allerdings auch, weil es beides auch Nationen sind, die mich auch so privat extrem interessieren, wo ich auch unbedingt mal hin will, weil ich bisher noch nicht die Möglichkeit hatte. Und wenn ich das dann noch gleich verbinden kann mit Wrestling, umso besser. Ansonsten finde ich auch den europäischen Raum unheimlich interessant, weil es mittlerweile auch in ganz Europa so viele interessante Promotions gibt. Also nach England würde ich gerne, Schottland, Italien, Spanien, also Polen würde ich interessant finden. Ungarn finde ich ganz interessant. Also wenn ich mir da die HCW angucke, was die da so machen, ist schon ein sehr cooles Programm. Da gibt es so einige Sachen, wo ich sage, da würdest du gerne mal hin. Okay. Afrika. Aber was ganz nahe liegt, André, ist der kommende Samstag. Ja. Denn da gibt's die Legend Show 2015. Ja. Und du stehst im Main Event in einem Six-Man-Tag. Sag was zur Show. Also die Show, klar, von der DWA, die Legend Show ist jetzt mittlerweile die fünfte, sechste, ich weiß nicht, wann hat das angefangen, 2009, glaube ich. Sehr interessanter Kader, der da diesmal mit bei ist. Mit Mike Bennett, mit Chimera, mit Alpha Female, Maria Kanellis, Marty Jannetty, Rob Roar. Also sind viele interessante Leute dabei. Und das Match selber bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Also ich kämpfe halt im Team zusammen mit Haimo Okunzelka und Ricardo Rodriguez gegen Brutus Beefcake, Crazy Johnny Tiger und Dennis Machine Chatul. Und ich bin sehr gespannt. Also ich habe echt noch keine Ahnung, was da so alles passieren kann, weil es einfach auch so nämlich viele unterschiedliche Leute in diesem Kampf drin sind. Und ja, ich freue mich drauf. Okay, ich auch. Ja, also die Show liest sich gut, also der reine Kader, ne, ist gut besetzt und man hat eine gute Mischung aus eben diesen Legenden und daraus aber trotzdem auch gute Matches, was eben oft auch mal oftmals bei Legend-Shows ist, wo du dich eigentlich fragst, kann der überhaupt noch wirklich? Ne? Sieht man ja in Amerika viele dieser Shows. Was aber auch normal ist, weil dann eben die Legenden wahrscheinlich nochmal Geld brauchen oder so. Und eben in Amerika weitaus mehr Bedarf an solchen Leuten dann auch ist. Finde ich das diesmal wieder ganz angenehm gelöst, da auch mit Mike Bennett und mit Maria zusätzlich noch unter dem Legend-Banner. Und ich freue mich jetzt nicht unbedingt überraschend, aber glaube ich mit am meisten auf das Young Lions gegen Decent Ich Society-Match. wollte gerade sagen, also ich glaube, dass das könnte auch ein echt interessanter Kampf werden. Also, weil, ich sag mal, die Decent Society, die Original Decent Society, ist ja nun wirklich eines der revolutionärsten Tag-Teams der letzten Jahre, der letzten Dekade. Und die Young Lions sind momentan absolut over the top als Team. Also meiner Meinung nach definitiv das beste Tag-Team aktuell in Deutschland. Und die gegeneinander, das stelle ich mir echt interessant vor. Absolut. Die Young Lions sind auch in der aktuellen Umfrage zum Superstar der Woche bei uns auf der Webseite durch den GWF-Titelgewinn am letzten Samstag. Ja. Ne? Und ja, die erleben auf jeden Fall auf der Döner- und Ayran-Tour aktuell sehr viel Positives und absolut verdient. Ja, absolut, absolut. Sehr Ne? gut, was die Jungs reisen, auf jeden Fall. Genau so ist das. André, hast du Plugs für Webseite, Facebook, Twitter,
was du alles so an sozialen Medien benutzt, kannst du jetzt hier an der Stelle mal raushauen, wo man dir folgen kann und wo man up-to-date bleiben kann, was Andre Trucker betrifft. Was habe ich da mittlerweile so alles? Ich habe mein Facebook-Profil, Andre Trucker, dann die Andre Trucker Facebook-Seite. Dann bin ich bei Ask.fm vertreten, habe noch meinen YouTube-Channel. Und ja, also ich glaube, bei allen, wenn man da einfach Andre Trucker eingibt, wird man nicht mich da überall finden. Gut. Ich versuche in den Kommentaren oder in den Links irgendwie noch ein bisschen was zu verlinken dazu, wenn ihr euch dafür interessiert. Und Likes schaden nie, Abos tun auch keinem weh. Ja, ganz, ganz wichtig an alle. Ihr müsst unbedingt die Andre Trucker Seite liken. Ich bin jetzt gerade ganz kurz vor den 1000 Likes, die muss ich jetzt unbedingt voll kriegen. Ja, ganz wichtig. Lebensaufgabe, Lebensziel. Weißt du, hast du nicht dran gedacht, dass ich jetzt gefragt habe, wo du in 5 Jahren sein willst, ne? Aber also ich glaube. War nicht wichtig genug. Ich brauche keine 5 Jahre, um die 1000 Likes vollzukriegen. Hoffentlich nicht. Ich hoffe eher so mit 5 Tagen. Ja. So. Ja. In 5 Jahren sollen es dann nochmal wiederum Tausende mehr sein. Tausende, ja. Ja. Wir sind gespannt. Millionen, möchte man fast sagen. Millionen und Abermillionen. Ja. Oder was da Austin Powers auch gerne sagen würde, 1 Million Dollar. Ja. Das ist jetzt nicht so viel, Dr. Evil. Macht nichts. Ein kleines. Gut, es passt aber gerade. Okay. Ja, André, dann sind wir eigentlich mehr oder weniger am Ende des Interviews und deswegen darfst du gerne noch abschließende Worte an unsere Hörer richten und dann gibt's den Deckel. Ja, wie gesagt, Leute, verfolgt André Trucker auf Facebook, ganz, ganz wichtig, like die Seite. Liked auch unbedingt, abonniert den YouTube-Channel, wo ich jetzt unbedingt mal wieder ein bisschen was raufposten muss, aber da kümmere ich mich. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ich so viele Leute wie möglich irgendwie vielleicht mal da das Interesse wecken konnte, mal sich bei einer deutschen Show blicken zu lassen, speziell wenn der Trucker mit dabei ist. Ja, und ja, ich hoffe, dass ich so viel wie möglich Leute auch nochmal persönlich irgendwo mal kennenlernen kann. Was ich immer sehr interessant finde, Wrestling-Fans auch mal persönlich kennenzulernen. Macht mir immer viel Spaß. Und ansonsten danke ich dir für das Interview. Sehr gerne. Auch von ich ergänze mal noch, der Autobahnmann sieht nur böse aus. Der ist gar nicht so böse. Könnt ihr ansprechen. Also, und wenn er beißt, dann lässt er auch wieder los. Ja, also erstmal ansprechen, gucken, wie die erste Reaktion ist. Ja. Wenn ich jetzt nicht gerade total mies gelaunt bin, dann bleibt alles safe. Ja, so. Ja. Alles gut. Und dann könnt ihr euch Autogramme und Fotos direkt bei den Shows holen. Das ist ja das Besondere eben am europäischen Catch, dass kauft eben die Wrestler greifbar sind. Kauft Trucker Merch. Ich habe ganz coole neue Autogrammkarten. Ja. Die will ich jetzt bei den Shows verhökern. Siehst du. Ist sogar noch ein bisschen in eine Werbesendung ausgeartet. Ja, ich dachte, dafür machen wir das hier. Sehr gut. Ja. Gut, dann, hast du noch was du loswerden möchtest oder wollen wir einen Deckel drauf machen? Hauen wir einen Deckel drauf. Dann hauen wir einen Deckel drauf. Wir sehen uns am Samstag. Ja, ne, das will ich ja mal schocken. Bei der Legenden-Show. Und für euch alle da draußen, weiterhin verfolgt das Euro-Wrestling. Die On-The-Road-Ausgaben werden zukünftig kürzer. Sven macht NEW, ich mache nach wie vor GWF. Und alles, was sonst noch so mir zwischen die Griffel kommt, wird auch in Kurzform reviewed. Gebt dem Euro-Wrestling einfach eine Chance. Gerade wieder zwei positive Nachrichten in der letzten Woche gekommen, dass sie sich eben getraut haben, zu einer Euro-Show zu gehen und sich bei mir bedankt haben, dass ich eben im Podcast immer wieder dazu aufrufe. Das heißt, ich werde dem Ganzen auch nicht müde, das immer wieder zu machen, weil es scheinbar was bringt und Stück für Stück trauen sich die Leute. Also, das war der Aufruf. Fühlt euch getreten von mir und dann ab zu den Shows. Kommt von mir gleich mit. Ja, aber bei dir tut's weh, bei mir nicht so ganz. Ja, das könnte passieren. Also, aber wenn ihr auf Schmerzen steht, lasst euch von vorne André auch treten. Dann ist es okay. Dann jeder, wie er mag. Da kann ich gerne helfen. Ja, kein Problem. Ja. Ich helfe gerne. Ja, sehr hilfsbereiter Autobahnmann. Ja, da gebe ich alles. Gut, André, dann danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Ja. Wenn wieder irgendwie was ist, wo du auftauchst, wichtige Matches oder so, du weißt, du hast bei uns im Wrestling Talk Radio eine Adresse, wo du auftauchen darfst und kannst jederzeit. Sehr gut. Du bist ein gern gesehener Gast. Freut mich zu hören. Gut, dann mach es gut und wir sehen uns am Samstag. Alles klar, hau rein, Matze. Ciao. Ciao.